guten Abend nach Hause zur gewohnten Talkstunde hier auf Güstrow TV. Ja, wir gucken noch einmal rückblickend Einblicke, Ausblicke in wunderbare Themenwelt. Wer A sagt, muss auch B sagen. Wir haben heute Basketball, wir haben Briefe schreiben, wir haben die Bibliothek. Alles dabei, was so einen munteren Talk ausmacht. Ich freue mich auf Doreen Rehfeld, Olga Machheim, spricht es richtig aus, Tilman Wieselowski von der Bibliothek und natürlich das Seawolf-Team, nicht das Seawolf-Dance-Team, nicht verwechseln. Seawolf e.V., genau. Christoph Kluth und Thomas Keckenmeister. Ja, erstmal Glückwunsch nochmal rückblickend. Was war das für ein spannendes Jahr? Das Aufstiegsjahr, ich glaube, so kann man es überschreiben, Rostock Seawolves. Habt ihr mal so gezählt, wie viele Fans habt ihr mittlerweile in Güstrow? Sehr gute Frage. Ja. Du bist einer. Ich bin einer, auf jeden Fall, schnell geworden. Damals durch mein erstes Spielball, was ich begleiten durfte. Die Städte-Challenge, da war ein ungünstiger Tag für Güstrow. Ne? Da waren ja, glaube ich, so 40 Mann. Wenn's war auch unter der Woche. Ah, ja, wir machen es nochmal neu am Wochenende dann und dann passt das. Wenn man so zurückblickt, wann war für euch, oder Thomas, wann war für euch klar, das kann dieses Jahr was werden mit dem Aufstieg? Vor der Saison. Nee, bei mir nicht vor der Saison. Beim Vorstand schon? Ja. Die waren da sehr optimistisch. Bei dir, du bist ja generell ein bisschen anders eingestellt, aber bei dir war es irgendwie. Der ist halt der Statistiker, er hat die nackten Zahlen auf dem Papier. Ja, aber gerade dann hätte es. Ich glaube, in den Playoffs im Halbfinale, also wirklich gegen Jena, so, da hat man schon mal geliebäugelt und aufgepasst, dass man nicht zu abergläubisch wird. Und als es dann wirklich passiert war, dann war das die Erfüllung eines langen Ziels. Das war nachher auswärts das entscheidende Spiel. Genau. Ne? Ich war an der Tankstelle, ich habe extra im Auto, ich bin im Auto geblieben, habe noch nicht getankt um diesen letzten Wurf und da war immer wieder Stop. Oh, ich sag, ich muss tanken. Die haben schon geguckt. Und dann war der, also das war auch alleine im Radio ein Spektakel dazu und dann wurde nur noch gefeiert, oder? Was waren so die nächsten Tage? Wie lange habt ihr überhaupt gefeiert? Ich habe sie vergessen. Es war die längste Nacht von Donnerstag bis Sonntag. So. Ja. Genau, also ich wollte sagen, das Problem ist es nicht, aber nachdem wir aufgestiegen sind, war die Saison ja nicht zu Ende. Wir hatten ja noch das Meisterschaftsspiel muss noch gespielt werden und du musst ja die Konzentration hochhalten, sowohl beim Team als auch beim Office, dass die Leute wissen, okay, es geht ja noch um was, wir wollten auch Meister werden. Ja. Wir wollten ja nicht nur Aufsteiger werden, wir wollten ja die Saison so beenden, dass wir auch den Meistertitel am Ende dann auch das mitnehmen. Habt ihr geschafft. Auch das haben wir geschafft, die Konzentration ist hoch geblieben. Klar haben wir gefeiert, das Spiel auswärts in Jena war der absolute Wahnsinn. Wir haben vor Ort gefeiert, die haben uns feiern lassen. Ja. Wir waren stundenlang in der Halle noch, die Halle war leer. Wir sind nach Mitternacht erst... Was man so als Gast macht in der fremden Halle, ne? Genau. Wir sind nach Mitternacht erst abgereist, waren dann Freitag früh irgendwann hier. Am Freitagnachmittag war ein großer Empfang auf dem neuen Markt. Wir haben mit ein paar hundert Leuten gerechnet, es waren 3.500 Menschen. Der Markt war voll, also der neue Markt in Rostock, wir waren mittendrin, stand nur dabei, der war ja... Du konntest wirklich nichts mehr sehen. Also absoluter Wahnsinn. Der Partybus sozusagen. Genau. Es war tagelang nachgehalten, wochenlang nachgehalten. Also bis wir es so realisiert haben, dass dieser Step jetzt gemacht worden ist, dass du wirklich in der ersten Liga angekommen bist, das hat gedauert. Also über die Phase sprechen wir dann noch gleich. Guck mal hier rüber. Auch die Bibliothek hat ja im letzten Jahr, ich sag mal, einige Neuerungen. Ihr seid ja immer schon digital vorangepirscht. Ist es jetzt so, dass das digitale Zeitalter generell in der Bibliothek angekommen ist? Oder wie ist so der Stand? Geht es noch weiter in die digitale Welt? Naja, es geht durchweg weiter, weil der Medienwandel ist ja noch weiter vonstatten. Also der ist ja nicht beendet jetzt auf einmal. Genauso wenig wie jemand den Anfang des Internets oder das Ende erklärt. Außer man sagt irgendwie, es ist für uns alle Neuland sozusagen. Für uns ist es nicht Neuland als Bibliothek. Und wir haben ja irgendwie dieses Jahr, wenn wir jetzt die Sportmetapher nehmen würden, sozusagen den deutschen Meistertitel im Leichtgewicht gewonnen. Genau. Das heißt nochmal, als was dürft ihr euch offiziell nennen? Bibliothek des Jahres in kleinen Kommunen und Gemeinden haben sie dazu, heißt das so. Genau. Und dann gab es deswegen den neuen Tresen? Oder wie sagt man? Nein. Für einen Mann gibt es die neue Theke, aber bei euch ist es ein Tresen, ne? Der Ausschank ist sozusagen, wir haben auch Bücher über das Selbstbrauen von Bier, das kann man darüber dann bekommen, aber wir haben jetzt keine, sozusagen noch keine Zapfanlage dahinter, drunter, auch keine anderen Gimmicks eingebaut oder so, sondern es ist einfach nur ein neues Möbelstück, was schon längst überfällig war und was überhaupt nichts mit der Preisverleihung zu tun hatte.
Okay, kann der Tresen was Besonderes? Du hast mal so gesagt, irgendwie die Scheide gleich verschicken oder? Nee. Nein, wir haben sozusagen keine James Bond Gimmicks eingebaut. Die Mahnleute werden nicht mit einem elektrostatischen Netz überzogen und dann sozusagen eingefroren, sondern es ist schlicht und ergreifend ein Möbelstück. Und wahrscheinlich ergonomisch neu geformt und alles ein bisschen schick. Mit einer Lifttheke für den Rücken sozusagen. Hey, guck an, alles klar, sehr schön. Ja, gucken wir noch gleich rüber in die Bibliothek. Ja, und da wo gelesen wird, wird meistens auch geschrieben. Olga und Doreen sitzen dort mit einer Initiative, die wahrscheinlich aus dem Privaten herausgekommen ist. Ich fange mal mit dir an, Doreen. Es ging um Briefe schreiben. Briefe schreiben für wen adressiert? Was war eure Idee? Unsere Idee war es, Briefe zu schreiben für Menschen, die in Alten- und Pflegeheimen wohnen, betreut werden. Genau, das sind die Adressaten. Das heißt, die Feiertage überwiegend alleine dann verbringen. War die Idee Corona geschuldet, weil ihr sagt, Mensch, niemand darf rein, kein Besuch, wenn überhaupt einer mit Maske, das kann es nicht sein. Was hat dich da bewogen? Genau, das war die Idee. Es war ja eine große soziale Isolation in allen Bereichen. Ich glaube, wir haben das alle gespürt. Und vor allen Dingen die Krankenhäuser, die Pflegeheime, Altenheime waren davon betroffen. Und ja, wir wollten einfach wieder ein bisschen Kontakte herstellen über Briefe. Und Briefe schreiben ist ja auch etwas, was ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Das stimmt, ja. Mhm. Bis auf Mahnbescheide von Behörden, die wir gerade gehört haben. Genau, wir kennen die Standardbriefe geworden, ja. Wir kennen die Rechnungen, die wir oft im Briefkasten haben, aber so einen selbstgeschriebenen Brief ist auch für den, der schreibt, nochmal was ganz Besonderes, sich hinzusetzen und handschriftlich etwas anzufertigen. Das ist ja mittlerweile eine Fertigkeit, die gar nicht mehr so geübt wird. Also überall Digitalisierung, was auch in Ordnung ist. Es wird handschriftlich geschrieben. Das ist so eine Voraussetzung, dass man wirklich mit der Hand so in Schönschrift, oder? Es ist keine Voraussetzung, aber es wäre schon schön. Ja. Okay. Mhm. Dann hast du Mitstreiter gefunden. Olga hat Doreen nicht angerufen. Ja, wir haben uns zum Kaffee getroffen und ein paar Ideen ausgetauscht. Er hat das erzählt, was ich zum Beispiel gerne machen möchte. Doreen hat auch was erzählt und dann haben wir ein paar Lesungen irgendwie im Kopf gehabt. Und dann hat Doreen erzählt über diese Weihnachtsbriefe schreiben Aktion. Und ich fand das so toll. Ich habe gesagt, das machen wir. Ich unterstütze, wo ich kann. Auch was jetzt diese, was Briefkästen angeht und schreiben, ein bisschen Informationen weiterleiten. Das war toll. Also für mich war das auch eine Erfahrung, weil ich schon ewig keinen Brief geschrieben habe. Okay. Das ist wirklich Seltenheit heute. Also, und ich fand das richtig toll. Das war alles Themen, die verbinden, Sport verbindet, die Bibliothek verbindet und eure Aktion ja auch. Habt ihr denn selber die Erfahrung gehabt, dass jemand von euch in der Familie alleine im Pflegeheim dann war? Oder war das wirklich einfach nur neutral an diese Menschen gedacht? Das war die Situation, diese Situation wirklich in Corona-Zeit, dass die Menschen da alleine sind. Und wir haben bei der Übergabe auch gesehen, ein alter Mann, er wollte zu seiner Frau ein paar Sachen bringen und er durfte nicht rein. Okay. Und das hat schon uns wirklich mitgenommen. Ja? Ich glaube, bei einem Seniorenheim, das war schon richtig traurig. Und wir haben gehofft, dass unsere Briefe ein kleines bisschen Freude und Hoffnung und Zuversicht irgendwie schenken. Eine wunderbare Vor Idee. Allem, genau. Jetzt habt ihr die Aktion ja im letzten Jahr trotzdem weitergeführt, obwohl Corona ja mittlerweile gelockert ist, Masken tragen ist noch da. Warum, Doreen? Weil eigentlich, wenn man sagt, Corona-Zeit vorbei, Maßnahmen vorbei, aber ihr habt weitergeschrieben oder schreiben lassen. Mhm. Weil es total viel Freude gebracht hat. Wir hatten einen der K-Heim, die waren so begeistert, dass die Senioren sich dort in diesem Heim hingesetzt haben und eine Antwort gebastelt haben. Da die Briefe aber anonym kommen, also es gibt keine Adresse oder man weiß nicht, wo sie herkommen. Und die haben dann was gebastelt und haben das an die Zeitung gegeben als großes Dankeschön. Und wir haben so gemerkt, das macht Freude und uns freut es ja auch, wenn wir Briefe bekommen. Also man darf uns gerne auch schreiben. Ich habe zu Hause, ich habe mal gefühlt auch schon wieder vor 3 Jahren meine Oma mal eine Karte aus dem Urlaub geschrieben, die hat sich gefreut und sagte, es schreibt heute keiner mehr eine Karte. Ne? Ja. Das ist auch eine Idee-Thema, die doch dich total begeistern muss als Bibliotheksleiter. So Briefe schreiben, lesen, das ist ja das, was ihr eigentlich auch fördert insgesamt, ne? Diese Lesekultur. Wir fördern Medienkompetenz insgesamt. Genau. Also, aber schreiben gehört ja auch dazu. Richtig. Also erstmal geht es wichtig darum, irgendwie, dass die Leute überhaupt irgendwie im Informationszeitalter lesen, schreiben, das Ganze zusammenbringen. Aber natürlich auch irgendwie die technische Kompetenz gehört dazu. Also alles gemeinsam, weil. Genau. Hast
Habt ihr denn gemerkt in der Bibliothek, trotz Corona und darüber hinaus, weil alles digital ist, dass sich auch gerade Schülerinnen, Schüler, Kinder, Jugendliche weiter auch Bücher ausleihen, oder geht alles so mehr das Digitale? Nein, das ist ja jetzt schon seit, also und die Online mit den E-Books zum Beispiel, die gibt es ja jetzt auch schon seit 15 Jahren. Das ist eine konstante Ausleihe bei 10-15%. Die ist in den Corona-Zeiten natürlich etwas nach oben gegangen, ja, und jetzt hinterher wieder natürlich runtergegangen. Das Buch bleibt das Hauptmedium, der Rest kommt mit dazu. Und wir haben die Hörbücher, wir haben noch ein paar CDs mittlerweile abgelöst durch teilweise Hörbücher auf USB-Sticks, NTFC-Chips. Das ist das, was den Leute dann als Tony-Figuren kennen, okay, sozusagen, was ja auch was Digitales ist. Die gehen super, und auch das wird natürlich immer wieder ein permanenter Wandel sein. Wichtig ist, dass wir das begleiten, dass die Leute, wenn sie da sind, auch von uns Einführungen erhalten. Wir haben noch die Bibliothekspädagogik dazu, und dass wir auch klar machen, sozusagen die Technik, die dahinter steht, ist gar nicht so schwer. Setzt euch mit auseinander. Werdet medienkompetent, das ist wichtig. Ah ja, okay. Ja, und Kompetenz ist auch in Rostock mittlerweile angekommen, weil wer erste Liga spielt, der ist absolut in seinem Milieu kompetent genug. Vielleicht gibt es ja mal Wolfi als Toni-Figur, und dann spielt er da, setzt er da seine Geschichten, die André aufsagt. Genau, das wäre ja auch mal eine Idee. Du bist jetzt genau bei den C-Wolf für was verantwortlich? Fürs Marketing. Fürs Marketing. Genau, richtig. Das heißt, ist das hier aus deiner Feder? Das ist ja auch klasse. Genau, richtig. Das ist jetzt so ein kleiner Weihnachtshoodie, eine Special Edition, die wir jetzt rausgebracht haben. Cool, gefällt mir. Kann man den ganzen Winter übertragen. Ist ja nicht gestrickt, obwohl der Eiswolf ist denn da drauf, ja. Das ist eigentlich was ist das für ein Material? Als wenn ich hier eine Frau bin, ich fummel an ihm rum. Und, ja, das bin ich gewohnt. Aufgrund des Pullis natürlich. Aufgrund des Pullis. Ja, genau. Alle fassen an, aber nee, gut. Also das würde ich... Ja, nee, wir sind immer bemüht, irgendwie so kreative Ideen nach außen auch für unsere Fans zu entwerfen. Schade, dass Weihnachten und mein Geburtstag vorbei sind, dass ich sonst wäre das nochmal auf der Wunschliste. Aber dieses Jahr gibt es auch wieder was bestimmt. Ja. Es gibt bestimmt wieder was, genau. Zu Ostern, zum Sommer. Wir haben immer was in der Pipeline. Genau. Für die Leute. Bist du denn so wirklich, sitzt du so am Tisch und machst so Merchandising, welche Ideen, und dann sagst du, ich würde ganz gerne eine Tasse oder einen Thermobecher, oder wie läuft sowas? Oder sind da auch Grenzen gesetzt? Nicht hauptberuflich, das ist ein Teil des Jobs, aber ja, doch schon. Wir sitzen in einer größeren Runde zusammen. Der Marketingbereich an sich, wo Thomas auch involviert ist natürlich, dann mit dem Fanshop, und wir gucken, was mag der Fan, was könnte den Fan interessieren, und was können wir Neues auch entwerfen. Das ist nach wie vor der Renner, wahrscheinlich ein Schal, ne, oder? Eher weniger, weil wir in der Halle spielen, so Schals. Ach, gut, okay. Also genau, Schals sind eher so nicht so der Renner. Okay. Die Kindertrikots sind wirklich sehr begehrt, weil wir bewegen ja zigtausend Kinder in und um Rostock. Stimmt. Und viele von denen sind natürlich auch Mitglied bei uns und haben dann diverse Vorteile bei uns, und da werden natürlich Trikots gekauft noch und durch. Habt ihr gemerkt jetzt in der Aufstiegssaison, dass gerade diese Nachfrage gestiegen ist? Also merkt ihr so, dass ihr generell mehr verkauft als in der Vorsaison? Zum Aufstieg direkt, klar. Gefragt, also Nachfrage ist immer da. Wir sind jetzt gerade dabei, den Online-Shop auch dementsprechend anzupassen. Der ist aktuell down, sollte aber demnächst wieder online sein, mit einem großen Portfolio an Sachen, die man dann auch online kaufen kann, weil Digitalisierung und haben wir auch gerade schon darüber gesprochen, dass das der Mensch an sich ja auch weiterentwickelt, mit digitalen Medien in Berührung kommt auf allen Ebenen. Mitgliedsausweis zum Beispiel bei uns ist auch noch digital, und aber auch der Online-Shop. Und haben wir gemerkt, dass das ging, na klar, die Bekanntheit ist gestiegen, die Nachfrage ist gestiegen. Logisch, deutschlandweit ja mittlerweile bekannt. Ne? Also ihr habt euch jetzt einen Namen gemacht, ja. Erste Liga Basketball. Ist Rostock eine Adresse geworden. Wir sind dabei. Genau. Wie viel Aberglaube? Ich weiß, in der Saison 2021 hattet ihr das T-Shirt Erste Liga in Sicht. Da hat es ja knapp nicht gepasst. Mhm. Und dann hatte ich das im letzten Jahr einmal an, und hast du die Hände im Kopf, du hast mich in der Halle gesehen. Er kommt mit diesem Shirt. Aber glaube, da war es wieder. Ja. Genau. War das ein schlechtes, oder hast du gesagt, nee, also dieses T-Shirt will ich nicht mehr sehen, weil es hat damals nicht geklappt? Oder war das einfach nur so aus einer puren Reaktion heraus? Wir haben das, glaube ich, zu sehr herbeigesehnt damals. Okay. So, und dann haben wir es ein bisschen defensiver formuliert. Haben wir überhaupt Aufstieg? Nee. Das gab es hinterher dann wirklich, erst als es klar war, gab es dann diese schwarzen Shirts. Aber zum Playoffs hatten wir so ein zeitloses, wo nur Playoffs drauf stand, nicht groß mit dem Slogan oder so. Nein, okay, ein bisschen klassisch. Weil ich weiß, das war die Reaktion, wo ich dachte, oh Gott, habe ich jetzt was falsch gemacht in der Halle? Aber da war Thomas gleich. Ja, da haben auch die Gegner dann schon ein bisschen gelächelt, so, oh, ihr seid ja mutig. Ja, genau. Aber Aberglaube an sich, glaube ich, ist im Basketball, gerade bei André auch. Ja. Bei unserem Vorstandsvorsitzenden, André Jüngs, genau. Die Stimme der Halle. Der war jahrelang nicht auswärts, weil er einfach sagt, wenn ich auswärts fahre, dann verlieren wir immer. Und ist nie mitgefahren auswärts. Dann stand das Aufstiegsspiel gegen Jena an, wo wir quasi aufsteigen hätten können diesen Tag. Und
Na klar ist er mitgefahren und er stand dann aber auch die 4x10 Minuten am Spielfeldrand, hat sich aufs Spiel fokussiert, stand nur da wie angewurzelt und am Ende sind wir aufgestiegen. Also naja, bitte. Also auch dieser Band scheint gebrochen. Der ist gebrochen. Genau. Jetzt habt ihr ja gleich am Anfang eine Serie hingelegt. Ich glaube, 4 Siege nacheinander waren es gleich. Ja. Sowas kann man ja nicht planen. Wird man da auch wieder leicht euphorisch und kriegt Höhenflüge oder was hat euch denn wieder gebremst? Wir haben uns selber gebremst. Okay. Also die Fans, die Medien haben uns natürlich irgendwo auf die Landkarte gesetzt und gefragt, na nu, was ist denn da los, was seid ihr für Aufsteiger, für Erfolgreiche? Und wir wussten selber, wir müssen ungefähr 10-11 Siege holen, um im Soll zu bleiben, um die Liga zu halten. Okay. Und dass wir in den ersten 4 Spielen Siege rausholen, top. Das wäre schon mal ein gutes Puffer gewesen. Danach kam eine kleine Talfahrt. Ja. Ne? Ich kann mich jetzt ich habe auch das Spiel gegen Hamburg aus der Ferne verfolgt. Habt ja im Vorspiel, im Testspiel verloren gehabt und dann auch da, dann war dann glaube ich der 5. Punkt. Das war die Generalprobe. Der 5. Sieg, die Generalprobe. Das heißt, jetzt sind wir im neuen Jahr. Wie habt ihr das Team so weiter, also was macht das Team so fokussiert, dass es am Ende dann auch wirklich reicht? Also, weil momentan stehen ja alle Weichen wirklich gut auf Grün. Das Team kämpft. Ja. Das ist ein Teamgedanke, der sich auch schon in der Aufstiegssaison, über die wir eingangs gesprochen hatten, ausgebildet hat. Und es sind 8 Spieler geblieben, die das durchgemacht haben. Basis, ne? Das ist sehr wichtig. Und die neuen Puzzleteile, die ergänzen sich nahtlos. Und das ist das, was die Seahawks erfolgreich macht. Ich darf aber noch ganz kurz, Stichwort Briefmarken, Briefe schreiben. Wir haben Briefmarken im Seahawks-Look auf den Markt gebracht. Genau, so vielleicht können wir da noch eine Brücke bauen. Das ist das Schöne an dieser Sendung, dass wir immer Leute einladen, wo wir gar nicht wissen, was kommt hinterher. Also das habe ich schon so oft erlebt, dass hinterher, wenn ich dann irgendwann mal weg bin und die Leute hier, die Gäste so noch zusammenfinden, was da für Symbiosen entstehen. Ja, genau. Genau. Super. Guck also an. Man kann Wolfi auf Karten kleben und das Seahawks-Logo und so weiter. Da gucken wir doch. Und dieser Umschlag bleibt nachher alles Geschichte irgendwann. Ja, ja, ein paar Beispiele. Und nicht nur Brief, sondern auch einen Umschlag mit der Briefmarke. Wer schreibt denn diese Briefe jetzt? Also an wen tretet ihr heran, wo ihr sagt, schreibt bitte Briefe für Senioren? Also wer ist da im Prinzip der Schreiberling? Wo fragt ihr da an, Doreen? Es gibt, also wir fragen in Schulen an, das haben wir gemacht und haben dieses Jahr auch eine wirklich sehr große Resonanz erhalten. Ja. Das hat uns eigentlich total weggehauen. Aber auch über Social Media machen wir Werbung, im Bekanntenkreis, auch wir beide haben geschrieben viele Briefe und bekommen im Übrigen auch, also ich habe auch Rückmeldungen bekommen, dass Leute mich angeschrieben oder mir Sprachnachrichten geschickt haben. Oh, ich habe die Idee gesehen und dann kam mir die Idee, ich könnte ja meinen Eltern mal einen Brief schreiben oder mal fernen Bekannten, wo ich schon lange mich nicht mehr gemeldet habe. Und das Schöne beim Schreiben ist ja auch, dass nochmal eigene Erinnerungen hochkommen, wenn man so schreibt, wie habe ich eigentlich Weihnachten als Kind erlebt. Da reflektiert man ja auch nochmal drüber. Also wir haben Schulen, wir haben selber geschrieben, Olga hat noch Kreativcafé sozusagen ins Leben gerufen. Wir haben jetzt im Café vor dem Mühlentor. Ja, das kenne ich. Haben wir doch. Ja. Wir haben uns doch gesehen. Das war die Aktion mit Weihnachtsbriefen. Ich stand am Tresen damals. Ich musste arbeiten, ja. Doch, das war, da haben wir Briefe geschrieben. Ach, das war, ach, okay. Genau. Gut. Da haben wir genau so, diese Zeit, weil manchmal ist das ganz schwer im Alltag. Ja? Also, und dann haben wir uns bewusst diesen Termin genommen. Wir haben gesagt, wir treffen uns und dann schreiben wir Briefe. Genau. Wir trinken Kaffee, tauschen aus. Jetzt gehen diese Briefe ja an ältere Menschen in Seniorenheim. Was schreibt ihr da? Also schreibt ihr eigene Erinnerungen auf? Oder schreibt ihr erstmal ganz anonym, liebe Dame, lieber Herr? Oder? Das ist total unterschiedlich. Okay. Und das hängt auch von der Stimmung. Also wenn ich jetzt manchmal erzähle ich, schreibe ich auf, was ich heute erlebt habe oder wie mein Tag war. Das muss nicht unbedingt jetzt an Weihnachten bezogen sein, sondern einfach so. Und ich hoffe, dieser Brief kann auch nicht nur einmal gelesen werden. Okay. Wir hoffen auch, dass die Briefe auch ausgetauscht werden. Ach zum so, Beispiel, okay. wenn ich jetzt ja, genau. gelesen habe, aber wir haben wirklich so viele Briefe, dass wir haben gehofft, dass das ausgetauscht wird. Und einer sagt, okay, ich habe diesen Brief bekommen, du kannst das auch lesen, ich möchte aber das zurückhaben oder du kannst es weitergeben. Ja, das wäre und ganz großes Dankeschön geht an die Ecolea-Schule. Die haben schon zweiten Mal mitgemacht. Das war die erste Schule, die mitgemacht hat. Und in diesem Jahr waren wirklich viele. Ja, Teterow-Schule. Genau, Teterow-Regionalschule. Ja. Es war ganz, 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 ganz viel von der freien Schule hier in Güstrow. Und wie alt sind denn die Schülerinnen und Schüler? Das ist unterschiedlich. Also die können eigentlich in der ersten Klasse schon anfangen.
können Bilder malen zum Beispiel. Okay, oder ja. Ne, einfach das Wort Weihnachten schreiben, wobei das wahrscheinlich schwierig ist mit dem H in der Mitte oder den zwei H, die es hier gibt. Neudeutsche Rechtschreibung. Habt ihr da was, ihr habt noch ein paar Beispiele mitgebracht, die gesammelten Werke? Ich habe gedacht, guck mal, das sieht aus wie Olga. Da hat sich jemand ganz Mühe gegeben. Ach ja, blaues, guck mal. Aber ja, ist doch wie, das habe ich heute erst selbst erfahren. Perfekt, und das ist ganz süß gemacht. Und dann ist hier oben halt so ein kleiner Brief mit drin, ganz viele unterschiedliche Gestalten. Das ist ja neckisch, ja. Also könnte ich mir vorstellen, also wenn ich wirklich einsam bin in meinem Zimmer, das erhält tatsächlich das Gemüt, muss ich wirklich sagen. Das ist ja schon Kunst, ja. Ne? Das muss man aber ja hallo. Wirklich sagen. Also da steckt ja auch Zeit dahinter. Solche Sachen haben wir. Wir haben natürlich auch ganz also normale Briefe, Erinnerungen, dann so wie man, wenn man eine Postkarte schreibt. Wir haben aber auch ganz kreative Sachen. Zum Beispiel? Das kann ich gerne zeigen, weil ich das mit einem Kollegen zusammen gemacht habe. Das ist dann also, aus deiner Feder mit entsprungen, okay. Ich habe den Text getextet und mein Kollege und mittlerweile auch ein Freund, kann man sagen, hat das sozusagen dann dazu etwas gemalt, inspiriert. Okay. Ne? Also geschrieben hast du und der Kollege hat dann gezeichnet. Er hat es gestaltet, genau. Okay. Mhm. Ja. Und dann sind so kleine Gedichte und was auch immer man damit macht. Also normale Briefe, Zeichnungen, man kann auch was basteln. Es sind auch Weihnachtsmänner gebastelt worden. Freude schenken. Ja. Gibt es jetzt seid ihr ja nach Corona trotzdem weiter mit der Aktion? Wird es auch in diesem Jahr, das heißt 2023, diese Aktion weitergeben? Sagt ihr jetzt sind wir irgendwo drin, das läuft, es ist noch eine gute Resonanz auf beiden Seiten, Sender und Empfänger. Das heißt, auch in diesem Jahr wird dann wahrscheinlich der Aufruf gestartet. Und auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wir haben auch schon gehört, diese Aktion spricht sich um. Also im Radio, also das mehrere, also das kann natürlich jeder machen. Also nicht nur im Güstrow, genau. Sondern überall, also diese Tradition übernehmen und zu Weihnachten nicht nur spenden, sondern auch einen Brief schenken, also schreiben. Super. Wann beginnt ihr damit der Aktion? Also geht es im September los, Oktober oder wirklich kurz vor Weihnachten dann? Wann startet ihr mit der Aktion? Anfang November, ja. Wir waren sehr spät beim letzten Mal dran. Ja. Gut wäre es wahrscheinlich im September zu starten. Einige Wochen länger. Aber im September war das Wetter noch so schön, da hat man noch nicht an Weihnachten gedacht. Weihnachten gedacht. Genau. Und genau. Mhm. Apropos im September, das Schuljahr beginnt ja immer in der Regel. Es gibt ja nach wie vor, glaube ich, für ich sag mal, Erstklässler-Aktionen und dann für Schülerferien-Leseklub. Ist es immer noch so aktuell? Oder da gab es ja mal viele Jahre die Möglichkeit, Ferien-Leselust, glaube ich, hieß das, ne? Ja, das ist ja ein landesweiter Ferien-Leseklub, an dem eigentlich, glaube ich, insgesamt 54 Bibliotheken dran teilnehmen. Aber Angebote haben wir natürlich irgendwie für alle Klassen, das ist ja logisch. Wir fangen ja irgendwie zwar mit der Bibliothekseinführung, mit Bilderbuchkino an, aber es geht ja auch irgendwie mit der Robotik weiter, mit dem Wie ein Buch entsteht, Angebot, wo man selber nochmal auch Heft bastelt. Dann natürlich irgendwie die Elektronik-Workshops, die wir haben, die Workshops, die wir mit dem Verein Deutscher Ingenieure zusammen haben. Der Makerspace, du warst ja neulich auch im letzten Jahr da und hast dir selber einen Stern gelasert mit deinem Namen. Ja, genau. Mit dem Namen meiner Tochter. Ne? Da war ich so, du hast ja gleich gesagt, komm, für deine Kinder machen wir es. Ich war leider raus. Ein Stern, der deinen Namen trägt, genau, den haben wir dann gelasert. Ja, cool. Genau, und dann natürlich auch logischerweise die 3D-Druckkurse, die wir haben. Irgendwie Fotogrammetrie haben wir ja auch schon mal gemacht mit Gymnasiasten. Und wir hatten ja auch schon mal mit der Kreisvolkshochschule zum 3D-Druck entsprechende Einführung gehabt. Habt ihr jetzt letztes Jahr wieder, ich sag mal, ein normales Jahr gehabt? Viele Aktionen, ihr macht ja auch die Star Wars Days und so weiter und Comic-Nacht, was es alles gibt. War es wieder ein normales Jahr oder ist noch Corona-bedingt einiges weggefallen, wo wir uns jetzt dieses Jahr drauf freuen können? Wie sieht so ein Jahr denn in der Bibo aus? Naja, wir haben etwa so, sag mal, 15 bis 20 Veranstaltungen im Jahr, die jetzt ein bisschen größer sind. Wir haben natürlich haufenweise, also die Schulklassen, die kommen mit den Veranstaltungen, das ist ja noch nöcher. Also wir haben insgesamt sind das immer über 100. Ich glaube, letztes Jahr waren wir bei 123, davor im Jahr waren wir bei 116. Das ist relativ konstant, weil natürlich die Gruppen auch in der Corona-Zeit ja kommen konnten, wenn sie denn als geschlossene Gruppe da waren. Den Star Wars Reads Day haben wir übrigens auch in der Corona-Zeit beide Male durchgeführt. Die Kostümträger war ja kein Problem, die hatten ja sowieso die Maske auf. Darth Vader trägt immer Maske. Cool. Und, das war natürlich clever. Das ging dann unter Auflagen in den Jahren und jetzt in 22 war es natürlich auch wieder ein voller Erfolg mit 5 Jahre. Das machen wir natürlich wieder. Das ist ja schon
richtig guter Ruf, der das ist, und die Leute kommen sehr, sehr, sehr gerne. Und wir haben auch Cosplayer, die dann unaufgefordert kommen, und das hat immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also das sind viele Veranstaltungen mit dabei, übers Jahr verteilt. Jetzt kann ich mich mal erinnern, wenn wir hier wieder Publikum haben, die Aufstiegssaison war ja ein bisschen geprägt von Geisterspielen, nenne ich es mal. So, wie wichtig ist jetzt die Euphorie, die Stimmung in der Halle, jetzt auch gerade in der ersten Bundesliga? Wir sprechen ja im Schnitt jetzt von 4.000 Besuchern, glaube ich. Mhm. Nimmt das Team wieder das wahr? Weil ich habe ja irgendwann gemerkt, hat man sich an die Geisterspiele gewöhnt gehabt, und die habt ihr trotzdem gewonnen. Das war so ein Lauf. Da hat man, oh Gott, wenn jetzt wieder Publikum kommt, mal gucken, wie die losgehen. Aber das ist eine ganz gute Frage, weil wir haben... Ich habe immer gute Fragen dabei. Wir haben eine Dokumentation gedreht während der Aufstiegssaison. Die gibt es auch als DVD bei uns im Fanshop. Und in der Dokumentation haben wir unseren Co-Trainer Ralf Held auch gefragt, was das für Auswirkungen hat, diese Geisterspiele. Und er meinte, dass man richtig gemerkt hat, dass normalerweise ist so ein Publikum im Rücken wie so ein sechster Mann beim Basketball. Also man merkt wirklich, das Publikum kann so ein Spiel am Ende auch entscheiden, wenn es laut ist und der Gegner nervös ist, verwirft die freien Würfe am Ende und so weiter. Und dass da wirklich bei den Geisterspielen Ergebnisse entstanden sind, die man so nie erwartet hat, dass das schwächere Team auswärts gewonnen hat aufgrund der Konstellation, dass es kein Publikum gab. Okay. Und dass es nicht nur ein-, zweimal vorkommt, sondern relativ häufig in der Zeit der Geisterspiele. Und dass es jetzt wieder umschlägt, dass so enge Spiele dann zugunsten der Heimmannschaft oft wieder entschieden werden, dadurch, dass das Publikum halt da ist. Das ist ein immenser Faktor, und wir sind froh, dass es so ist. Ja. Was mich fasziniert hat, Thomas, auch bei den Geisterspielen, hat ja André Jürgens, euer Vorsitzender, auch stimmlich alles, er hat ja wirklich sein Ritual. War das wichtig? Also habt ihr das gebraucht als Team? Hat er das selbst entschieden? Weil er hat ja trotzdem, Rostock, es ist Zeit, obwohl da gar keiner im Publikum saß. Aber wir haben die Spiele ja auch übertragen im Internet. Ja. Und da kam natürlich auch ein bisschen Adressat, also ein bisschen Botschaft an das Publikum rüber dadurch. Die rasten auf der Couch dann aus. Die haben sich bis zum ersten Korb vom Sofa erhoben. Und wenn dann die ersten Punkte gefahren sind, haben sie sich hingesetzt und so. Und dann gab es Bilder von irgendwo aus der Badewanne oder von Gran Canaria oder so. Ist ja geil. Von überall auf der Welt, wo die geschaut haben. Und das war ein Riesenfaktor für die Fans. Ich meine, André erreicht mit seiner Stimme ja alle. Ne? Also das geht durch den Hörer. Würde ich da gerade bahnen, ich würde auch rausspringen, glaube ich. Das ist der Wahnsinn. Okay. Ja. Wenn ihr jetzt so Richtung Publikum guckt, sind jetzt eine Menge Neue da? Habt ihr jetzt auch in den ich sag mal Fans, dass ihr da gesagt habt, den habe ich hier noch nie gesehen in der Halle, aber jetzt sind sie da? Oder hat das nochmal, oder haben die da waren, neue mitgezogen? Also Gesichter sind ein bisschen schwer, finde ich. Man hat ja so ein bisschen was zu tun auch an dem Spieltag, aber man merkt es halt an den Auswertungen der Ticketkäufe, dass die überregionale werden, dass die Postleitzahlen sich erweitern, dass die Mitgliedschaft nicht nur Rostock und Landkreis Rostock sind, sondern dass Mitgliedschaften wirklich eintrudeln aus Köln, aus München, aus Dresden, dass da Leute sagen, oh, geiler Verein, ich will Mitglied werden, ich möchte den Verein supporten, habe gleichzeitig nochmal Vorteile, will ich machen, ich will, dass der Verein weiter da steht, wo er steht, und daran merkt man halt, also aufgrund der Postleitzahlen, dass man doch überregional Leute empfängt. Ja. Jetzt wart ihr ja als Aufsteiger mit gleich 4 Siegen wirklich ein Top-Aufsteiger. Hat man sich da gleich einen Namen? Also habt ihr denn gemerkt, wenn ihr irgendwo anders als Team hingekommen seid, dass man euch schon mit, wow, Respekt, jetzt kommen die Rostocker, empfangen wurdet, und nicht so wie man sonst, naja, gut, da kommen die Neuen in der Liga, der Aufsteiger, oder was habt ihr so wahrgenommen? Das ist ja auch die Macht der Medien, ne? Also wenn plötzlich die Süddeutsche anklopft und die FAZ und fragt, was ist euer Erfolgsgeheimnis in 10 Jahren von der 4. in die 1. Liga? Ja, da muss man sich kurz mal kneifen, sich dann besinnen und dann die Geschichte erzählen. Ja. So. Und da war nicht Red Bull dahinter, und ne? Dann, und sowas. Nein, alles organisch. Ja. So. Und dann haben wir den Weg erzählt, und plötzlich wusste der Gegner schon, mit wem er es zu tun hat, dass wir als Verein in der 1. Liga sind. Vieles ist ja als Spielbetriebs GmbH. Und wir sind eigentlich die Exoten, die das geschafft haben. Und trotz, ich sag mal, auch wenn man sich die Niederlagen anguckt, mal Alba Berlin ausgenommen, waren es ja immer trotzdem enge Kisten. Das heißt, ihr seid angekommen, also spielerisch absolut könnt ihr mithalten. Und dann sind so kleine Entscheidungen, wo man sagt, es geht mal so aus. Also muss ich auch sagen, top. Habt ihr das wirklich erwartet, oder habt ihr gesagt, na, wir gehen erst mal rein und gucken, was am Ende rauskommt? Also wir haben diverse Interviews vor der Saison geführt. Die Testspiele haben wir mit Fans gesprochen und so. Und da war die Euphorie ziemlich groß. Also viele haben uns immer in den Playoffs gesehen, wo ich mir dachte, wow, was denken die Leute? Also die erste Liga ist schon echt
ein Riesen-Step von der zweiten. Ich glaube, da müsste eigentlich nur eine Liga zwischen vom spielerischen Verhalten her. Ich glaube, für uns war immer das oberste Ziel und ist es auch weiterhin der Nichtabstieg. Das ist das oberste Ziel. Ich glaube, vier weiter Luschen war auch gar nicht hoch da. Also, okay. Also Thomas schon gar nicht. Also erstmal okay. Genau. Also und, Klasse halten, das oberste Ziel. Und genau, dann, richtig. Wie das, ab welchem Platz steigt man ab? Also 17. 18. Oder? 17. 18. Okay. Ja. Das Motto ist gekommen, um zu bleiben. So. Stimmt, das war ein Riesenabenteuer, das gekommen, war gleich um zu bleiben. Ganz groß. Okay, jawohl. Gut. Genau. Kommen wir mal gleich zurück Richtung Vision. Über wie viele Briefe, wenn man hier so sagt, Publikumzahlen, Punkte, wie messt ihr das erfolgreich in Briefen? Also wären auch 10 Briefe ein Erfolg gewesen, die ankommen? Oder sagt ihr, nee, es müssen mindestens 100, 300 sein? Was habt ihr euch dafür? Oder habt ihr überhaupt keine Mindestzahl gesetzt, sondern das, was kommt, das kommt? Also gestartet sind wir ja mit 142 Briefen im ersten Jahr. Okay. Und ich habe dann mal ganz locker rausgehauen, das verdoppeln wir. Und 300 war das Ziel und die haben wir auch geschafft. Auch Wahnsinn, okay, wunderbar. Das heißt, gemalt, geschrieben und alles. Habt ihr, also seid ihr mit der Idee dann auch in dem Pflegeheim gleich offen? Also habt ihr da bei der Pflegedienstleitung oder bei den Chefs vor Ort, haben die auch gleich gesagt, gute Idee, dann musstet ihr ein bisschen Überredungskunst walten lassen? Die waren alle offen. Also die haben sich auch gefreut. Wir haben auch ein paar Fotos gemacht, ja. Und die Übergabe, die konnten wir eigentlich nur im Flur machen. Ja. Wir haben jetzt nicht so die Briefe aufgeteilt, wie das von Anfang an gedacht wurde, dass wir die verteilen, weiß ich, im Zimmer. Da kam nachher auch nicht so richtig. Wir haben die komplette, was haben wir, Karton? Zwei, drei Kartons haben wir gehabt. Schon, okay. Genau, haben Übergabe gemacht. Ein paar Fotos, sie haben sich richtig gefreut. Und wählt ihr die Pflegeheime aus oder sagt ihr einfach, wir bringen immer einen gewissen Prozentsatz an alle Pflegeheime in Güstrow oder auch über die Region? Oder habt ihr gesagt, dieses Jahr das, nächstes Jahr das Pflegeheim? Wie geht ihr da vor? Ich musste zum Beispiel auch feststellen, dass nicht alle Briefe lesen können. Also es gibt auch Pflegeheime, wo die Leute dement sind und ich habe meine Bekannte gefragt, sie sagte, das können wir nicht machen, also die nehmen das nicht so richtig wahr. Das war natürlich schade, aber sonst... Aber vorlesen müsste doch gehen, oder? Ich weiß es nicht, aus irgendwelchen Gründen ging das nicht. Ich glaube, das war nur ein Pflegeheim, aber sonst war das eine gute Reaktion, glaube ich. Ja. Genau, wir gucken einfach, wie viele Plätze zur Verfügung stehen und dann wird das so Pi mal Daumen gemacht. Ich glaube, jeden einzelnen Brief zu verteilen und mit Handschlag würde ein bisschen lange dauern und wir gehen immer davon aus, dass es vielleicht an Heiligabend dann eben auch mitgegeben wird, okay, ne? So als Überraschung und da ist ein Brief für dich gekommen, okay, womit man gar nicht rechnet, also das ist ja die Freude, ein Brief für mich, keine Rechnung, sondern irgendwie was schön Verziertes, ja, und dann geht es darum, ein bisschen Freude zu schenken. Also ich freue mich auch über Briefe mit Geldschein drin, das ist ich glaube, das sind dabei. Ja, aber das ist auch ein Einzelschicksal, ja, ja. Ich muss da immer ein bisschen... Du guckst so mitleidig, Tillmann. Und ich glaube, das ist eine ganz schöne Idee, wenn zum Beispiel derjenige, der nicht lesen kann, kommt zu der anderen und sagt, pass mal auf, kannst du mir bitte diesen Brief lesen? Oder ich kann das jetzt nicht alleine, sondern Schwester oder wie auch immer. Ja, das ist auch schön. Eine schöne Idee dabei. Wie viel Mann seid ihr jetzt? Also die in diesem also wie viel, ihr habt gesagt, ein Schreibzettel oder Schreibkurs oder wie viel Mann seid ihr da, die sich jetzt treffen? Mitstreiter schon, die sich außerhalb der Schule gefunden haben? Also Erwachsene? Viele. Ich kann das gar nicht sagen. Also genau sagen. Aber noch keine 3000 wie bei den Seawolves? Nein. Nein. Aber vielleicht kommen die Seawolves ja mit ins Boot und schreiben dieses Jahr sozusagen jeder einen Brief. Da würden wir uns total freuen. Und die Wolf, und der schreibt mit seiner Pfote. Ja, kann ja genau. Auch. Also Wolfi. No? Ja. Also wir leben hier noch. Also wir können uns da mal... Synergien schaffen. Und es hat ja auch nicht jeder von den Seawolf-Spielern mal einen Brief bekommen. Ich glaube, das ist schon ein Highlight. Ne? Die können auch mal, ja, genau. Und dann und andersrum gibt es dann Autogrammkarten mit und das wird sich, wird man sehen, da stehen, aber da gibt es wieder, da weckt wir Lebensgeister, glaube ich. Absolut, denke ich auch. Wir sollten da auf jeden Fall nochmal reden. Ja. Super, genau. Tillmann, was ich auch so ein bisschen, was heißt vermisst, weil, aber es gibt ja dann doch immer wieder schöne Buchleseabende. Das eine ist ja, ich lese selber. Aber merkst du auch wieder, dass Autoren wieder vermehrt zukommen, die auch, ich sag mal, zwei schlechte Jahre hatten, kommen die wieder und sagen, wir wollen ganz gerne Buchlesung machen, bitte nimm uns auf, lieber Tillmann, oder ist es so nach wie vor, dass die
Künstler mittlerweile andere Wege gefunden haben, ihre Bücher zu präsentieren. Also zum einen sind natürlich die Autoren und Autorinnen schon seit Jahren denn von Agenten vertreten und von Agenturen und man kann sie dort buchen, man kann über die Verlage, wenn man dann ein Buch irgendwie weiß, okay, dass man sagt, irgendwie das passt jetzt ganz gut zum Beispiel zu den Uwe Jonsson-Tagen selber mit dazu, kann man die buchen. Ah, ja. Es ist sehr selten, dass die Autoren wirklich selber auf einen zukommen, sondern wenn, dann sind das die Agenturen, die sagen, wir haben jetzt gerade die, okay, und die, oder die Verlage schicken bisschen, okay, sozusagen, wir haben im Frühjahr zur Lesereise die und die Autoren. Das ist also persönlich selber schauen selten welche vorbei und meistens dann diejenigen, die auch keinen Verlag gefunden haben. Und da ist man natürlich auch immer ein bisschen vorsichtig, weil bisweilen ist es ja so, dass die Lektorate bei den Verlagen auch sehr, sehr gut arbeiten und wenn da jemand dann irgendwie nicht genommen wird, dann ist das in etwa so, als ob bei euch, also wenn ich mich jetzt bei den Seawalls bewerben würde, irgendwie sozusagen, die würden wahrscheinlich auch nicht unbedingt gerade mich nehmen. Ihr werdet wahrscheinlich auch mit den Spielervermittlern warum zu tun haben oder und kein einzelner Spieler wird bei euch irgendwie sagen, ach, ich hatte mal die Idee, können wir nochmal mitspielen. Habt ihr ein Buch über Theorie Basketball stehen, weißt du das zufällig? Wir haben über Training vom Basketball. Guck natürlich an, also ja. Kindertraining vom Basketball war natürlich sozusagen das Erwachsenentraining, da haben die Leute meistens das selber, aber natürlich die Kinder sind interessiert daran, das genauso wie für Handball und für Fußball logischerweise. Generell ist so momentan Tendenz bei den Jugendlichen, es war ja mal eine Zeit lang Harry Potter oder Fantasy-Romane generell, wo geht jetzt so die Tendenz hin? Ist da was absehbar? Was lesen die Kinder und Jugendlichen von heute gerne? Was geht? Also, naja, es gibt natürlich irgendwie bestimmte Klassiker, die immer noch weitergehen. Harry Potter geht nach wie vor immer nach wie noch vor, sehr, ja? sehr gut. Okay. Ja, ja, das trotz ist, der vielen Filme? Ja, na klar, ja? Das ist ein Dauergänger sozusagen. Der ist ein Klassiker, der wird drinbleiben, so wie es in anderen Bereichen zum Beispiel irgendwie Astrid Lindgren-Bücher mit Bibi, ja, Langstrumpf geworden sind, die sozusagen auch drinbleiben, immer wieder im Bestand. Drinbleiben heißt, um das ein bisschen zu erklären, das heißt, wir haben dann mittlerweile die so und so viel der Auflage mit drin, weil natürlich die sind nach, wenn da 100 Leute einmal durchgelesen haben, sind die Bücher auch irgendwann mal durch. Und der Trend jetzt aktuell, es gab jetzt eine ganze Zeit lang Fantasy und vor allem Dystopie. Also, was ist das? Dystopie ist sozusagen Weltuntergang. Ach Gott. Weltuntergangsszenarien und meistens sind es dann natürlich irgendwelche jugendlichen Gruppen oder so weiter, die wegen irgendwelcher Quests, Aufgaben oder besonderen Fähigkeiten, die sie besitzen, dann die Welt retten. Ich wollte sagen, das klang so nach so einem Magengeschwür, aber jetzt doch wohl das Weltuntergang, ach Gott. Also, ja, ja, ich das, aber das lesen dann die Kinder und Jugendlichen? Ja, die gibt es für Kinder und Jugendliche sehr, sehr breit. Und natürlich, klar, die Romantik-Fantasy ist immer noch angesagt. Ich glaube, ich muss mit meinen Kindern nochmal sprechen zu Hause, aber gut. Auch hier können wir supporten. Also wir haben schon die Briefmarken gefunden. Jetzt haben wir haben nämlich einen Spieler, Chris Carter, der hat 2022 sein erstes Buch geschrieben. Ach, guck an. Genau. Chris hat ein Buch gehabt. Chris hat das noch gemacht. Ivy heißt es. Das ist ein Mädchen. Oder? Ja, wahrscheinlich in der Pause. Es geht um Mädchen, 12, 13 Jahre, dessen Vater in die USA als Botschafter gehen muss aus Deutschland und sie muss mit und lernt da das Basketballspiel kennen, war in Deutschland immer so ein bisschen gehänselt worden, weil sie so groß ist und schlaksig, lernt da quasi das Spielen kennen, muss nach 4 Jahren wieder zurück nach Deutschland und wird dann hier ein Riesenbasketballstar. Es sind nur 140 Seiten, glaube ich, ein ganz kleines Buch, aber Kinder und Jugendliche sind adressiert, das zu lesen und vielleicht können wir da ja auch noch mal das reden. Gerne, das ist sozusagen, kann man gerne dann auch irgendwie als einen Lesesamstag dann irgendwie überlegen, ja, wenn dann sozusagen der Autor selber vor Ort ist. Ja. Also das kannst du dir nicht ausdenken, wenn du die Gäste einlädst, was hier nebenbei entsteht. Ja, genau. Okay, wir haben so allmählich die Schlusssequenz im Blick. Nochmal an dich, Thomas, die Frage, wie wichtig ist so ein Visionär im Verein wie André? Dass der wirklich sagt, ich habe die Vision, kommt, zieht. Und wie zieht er denn alle mit? Also sitzt er da morgens am Tisch und hält da seine Rede und weckt euch auch hier, Rostock, es ist Zeit. Und wie stelle ich mir das vor? Das ist ja auch noch eine schöne Idee für den Wecker, ja? Zum Weckruf. Ja, genau. So als Klingelton, ne, morgens. Also die Vision, die ist ja 2012, 2013 gereift. Ja. So, wir wollen in die erste Liga bis 2020, 21. Jetzt arbeiten wir gerade an neuen Plänen. Okay, das klingt ja schon mal gut. Das sind so die Vorsätze für dieses Jahr, was in den nächsten 5 Jahren bei den Rostock Seawalls passiert. Aber André ist eine entscheidende, treibende Kraft. Ja. So. Und sowas ist wichtig. Genau, diesen Traum, den du gerade erzählt hast, den habe ich nochmal als Bild hier mit. Das ist Meister 2021-2022, das ist für dich. Bekommen wir. Oh! Genau. Oh, das ist unser Meisterbild aus der zweiten Liga. Mit der Mannschaft sind wir aufgestiegen in die erste Liga. Ja, die kennen. Solltest du alle kennen. Ich habe genau. Also das ist auch der Buchautor. Mindestens die Hälfte habe ich interviewt. Ja, genau, schon. Richtig. Und Chris Carter hier unten, das ist der junge Mann, der Chris, Chris hatte ich auch schon vor dem Mikrofon. Ach cool. Guck mal hier, Brad Lösing. Was macht der jetzt? Der spielt gar nicht mehr, ne?
Brad Lösing ist kein aktiver Spieler mehr, wenn Sie wussten. Er ist Experte für die Zeitung, Basketball-Experte natürlich. Ah ja, genau. Auch bei den Heimspielen immer. Ja, genau, er saß noch nicht mal vor mir. Genau, okay. Der ist auch bei allen Heimspielen dabei. Das ist deins. Ja, sehr schön. Das cool. Können wir vielleicht sogar hier haben. Ich berichten uns hier noch ein. Wunderbar, genau. Sehr schön. Dann nochmal an euch die Frage, was an Weihnachten funktioniert. Funktioniert ja auch im Mai, Ostern, Pfingsten. Ist diese Aktion irgendwie geplant? Weil Briefe schreiben, du sagst, es kommt ja nicht oder kam aus der Mode, ist wieder in. Also plant ihr das jetzt irgendwie weiter zu fokussieren, auch außerhalb der Festtage? Es wäre schön, wenn jeder sich selber angesprochen fühlt und vielleicht öfters mal einen Stift in die Hand nimmt und schreibt, das wäre schön. Also überhaupt mal wieder das Briefe schreiben in die Köpfe bringen oder auch Karten schreiben, ne, das, damit fängt es ja an. Genau, wenn man auch schöne Postkarten bekommt, es ist ja manchmal schwierig, wenn man irgendwo, weiß ich nicht, in Brandenburg unterwegs ist zum Beispiel und man möchte eine Postkarte haben, dann gibt es gar keine Postkartenständer mehr zum Beispiel. Ach, okay. Vieles kann man online machen, das ist schön. Ja, per App. Oder ganz einfach auch alleine kreieren. Ja? Also man kauft einen Block und dann was draufmalen, einen schönen Gruß und auch abschicken. Ja, also geht das auch. Timmern, schreibst du noch Briefe oder Karten, wenn du im Urlaub bist? Ja, na klar. Ah ja, wann ist letztes, also auch jetzt im vergangenen Jahr im Urlaub oder... Jein, sozusagen. Jein. Also das vergangene Jahr haben wir nur sehr, sehr kurzen Urlaub gemacht, also mit der Lückentochter an der Ostsee. Und na klar haben wir da irgendwie den engsten Freunden auch geschrieben. Die freuen sich immer, das machen wir immer gegenseitig mit. Ja, der Effekt sozusagen, den haben wir auch im Freundeskreis. Wunderbar. Man freut sich, wenn man mal irgendwie was anderes im Briefkasten hat. Super. Also wir haben hier heute wunderbare Symbiosen geschaffen. Also wie gesagt, für A muss auch B sagen. Wir haben hier einen Basketballverein, die Bibliothek, die ja weiter fokussiert, alle Medien bespielt. Wir haben das Briefe schreiben und haben uns wunderbar hier vernetzt. Dazu, ja, das alles, was uns den Menschen zusammenbringt, zusammenhält, haben wir in einer Sendung wieder vereint. Ich freue mich auf weitere Projekte, auf weitere Briefe. Vielleicht kriege ich ja jetzt auch mal einen Brief, das wäre auch mal toll. Und mal gucken, vielleicht schreibt mir ja Chris Carter dann auch mal, wenn er hier gerade zuguckt. Wenn er schon Bücher schreiben kann, müsste auch für den Brief reichen. Ne? Euch weiter maximale Erfolge. Thomas, Prognose, wo stehen wir am Ende? Wie viele Punkte? 10, 11 müsst ihr haben für die Saison? Tabellenplatz 14, habe ich vor der Saison gesagt. Okay, gut. Dann gucken wir am Ende mal rein und dann telefonieren wir. Sehr schön. Gerne. Und was sagt der? Ich traue Thomas davon und ganz. Du traust Thomas, damit sich Hand aufs Herz, alles klar. Guckst du Basketball? Bist du so ein Sportfan? Oder? Ich bin im Moment so, dass ich fast gar nicht mehr zum Sport gucken oder zu irgendwas komme, weil die Tochter doch sehr, sehr viel in Beschlag nimmt. Sie ist 2 Jahre alt. Jetzt ja, okay, das ist genehmigt. Außerhalb der Zeit, aber wenn, dann habe ich tatsächlich auch Basketball und Fußball geguckt. Ich war tatsächlich auch schon beim Basketballspiel, allerdings bei Alba Berlin. Ich bin ja Berliner. Ja, jetzt kommen ja die Berliner zu uns, jetzt brauchst du nicht mehr so weit fahren. Okay, ich sage vielen lieben Dank auch für eure herzerwärmenden Geschichten und wir hoffen, dass ihr auch im letzten Jahr wieder viele Senioren glücklich gemacht habt, auch in diesem Jahr dann wieder im Prinzip neu am Start seid, dass niemand an Feiertagen, warum auch immer, alleine sein muss und so ein Brief kann dort wirklich vernetzen, verbinden. Ja, Tillmann, die Bibliothek ist ein Ort der Vernetzung, ein Ort der Begegnung. Die Wolfshülle sowieso. Ich freue mich drauf. Vielen Dank, dass ihr meine Gäste gewesen seid, auch zu Hause. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute und tschüss.